Hallo liebe Vollgacherinnen und Vollgacher, auch in dieser Woche wieder eine kurze Info, was so im Rathaus los war. Corona hat uns nach wie vor fest im Griff, wie die letzten Wochen auch. Wir hatten am Montag eine sehr lange Besprechung im Landratsamt Kitzingen mit Gesundheitsamt und Polizei, um das gemeinsame Konzept weiterzuentwickeln. Nach dem Motto, Vollgach ist mit Abstand am schönsten. Wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, bitten wir um das Tragen von Community-Masken in der Altstadt. Auch haben wir die Wohnmobilstellplätze neu geordnet. Das fällt jedem auf, wenn er über die Mainbrücke fährt. Hier möchte ich mich auch ganz herzlich bei allen städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für diese wahnsinnig schnelle Umsetzung bedanken. Denn an Fronleichnam war das alles schon umgesetzt, was wir am Montag besprochen hatten. Ich durfte am Dienstag Innenminister Herrmann auf der Vogelsburg begrüßen. Wir haben uns ausgetauscht über die Mainschleife und er kommt auch sehr, sehr gerne zu uns. Des Weiteren kümmere ich mich derzeit intensiv auch um die Zukunft unseres Freibades. Die Parköffnung bedeutet eben nicht das Fallenlassen des Freibades. Es gibt hier eine sehr große To-Do-Liste. Es gilt, alles zu strukturieren und für den Stadtrat aufzubereiten, damit er eben eine fundierte Entscheidung für unser Freibad treffen kann. Und das soll jetzt demnächst zu einem Fahrplan münden. An Fronleichnam gab es auf unserem Weinfestplatz einen Festgottesdienst, seit vielen Wochen der erste Gottesdienst. Es war sehr schön und auch ganz toll geschmückt. Und heute gibt es für mich eben keinen Brückentag. Ich arbeite hier mal meine Mails durch. Ich möchte mich auch hier ganz herzlich für die positiven Rückmeldungen bedanken, die ich bisher bekommen habe. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Herzliche Grüße.